Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. Ein lang gehegter Traum wird endlich wahr, nach einem Vierteljahrhundert Vorbereitungstraining in den Alpen. Hier bin ich gerade unterwegs an der Rabersäule. Strubig, der Erstbesteiger vor einem Jahrhundert, war hier voller Elan hinaufgestiegen, doch links oben an der Kante wurde ihm dann doch etwas zu mulmig. Er schickte seinen Seilpartner hinunter nach Rathen, um noch schnell einen Ringhaken zu kaufen. Doch weil ihm unterdessen langweilig wurde, beendete er die Erstbesteigung. Free solo on-site, wie man heutzutage sagen würde. Nun, der Ringhaken wurde inzwischen nachträglich geschlagen. Hier, wo ich stehe, ist es freilich noch weit bis dort oben. Aber ich habe eine Plattenschlinge gelegt. Aber dazu noch eine kleine, feine Sanduhrschlinge. Ja, unterhalb von dem Rissbein. Ja, jetzt baue ich hier noch meine Sanduhr rein. Die rechte. Gibt die Stahlbeuge und dann ist sie weg. Ich bin nicht sicher, das kann schon hin. Das ist jetzt echt der Fall, wo man nicht weiß. Naja, auch wenn man nicht weiß, ob die Sanduhrschlinge hält. Als Griff wird die Sanduhr ja wohl halten, oder? Ein starkes Nervenkostüm braucht da freilich auch der Berater und bei Erfolgsfällen auch Nachsteiger Uwe Neumann. Nachdem er eben treffsicher die Staubwolke angekündigt hatte, wird es Zeit für eine beruhigende Rauchwolke. Ebenfalls ein Fan von rosa T-Shirts, Üfchen. Eigentlich überrascht ist, dass er den Kletterführer nicht sowieso lückenlos auswendig kann. Denn Üfchen kennt, wie der etwas gewichtigere Uwe, das Elbsandstein wie seine eigene Westentasche. Wohl dem, der von solchem Wissen profitieren kann. Und wohl dem, der mit solchen Koryphäen klettern darf. Hier am Ostweg des Turms am verborgenen Horn, mit der Schwierigkeit 7a und guten Sicherungsmöglichkeiten, einer der eher harmloseren Wege. Doch am häufigsten bin ich mit Uwe unterwegs. Hier etwa vollenden wir die direkte Rängerkante an der Amselspitze. Mit 7b ebenfalls gemütlich, aber sehr fotogen. Klettern, klettern, klettern heißt die Devise. Hier an der Ostkante am schiefen Turm im weltberühmten Bielertal, wo die Türme besonders filigran in den Himmel ragen. Schön anzusehen sind sie, in Einzelfällen mit Vorsicht zu genießen, so ähnlich wie diese Prachtgewächse am Waldboden. Hier, ebenfalls im Bielertal, die Kanzelturm-Südwand. Nach einigen weiteren Wegen geht ein ereignisreicher Tag zu Ende. Ja, auch dass man derart in die Landschaft eingebettet ist, macht die Elbsandsteinkletterei so reizvoll. Räumlich so nah ist man am Alltagsleben der Alltagsmenschen. Hier Impressionen vom Erkerweg am vorderen Torstein. Annette, die heute mitgekommen ist, und ich haben denselben Einstieg wie diese Seilschaft gewählt. Doch wollen über die Bruchholzkante aussteigen. Hallo, ist hier jemand zu Hause? Im Gegensatz zum Erkerweg haben wir am Ende noch einige Überfälle zu verüben. Klingt kriminell, ist es aber nur im Extremfall. Ja. Ja, super. Locker lassen. Ja, manchmal ist es aber extrem schwierig, sich zu überwinden. Schön ist es, zu zweit zu klettern, doch reizvoll ist es auch allein. Hier mein Free-Solo-Gebiet. Links die kühne Tante, die ich besteige, rechts der hohe Torstein und ganz rechts, ein wenig in der Ferne, der imposante Falkenstein mit seinem berühmten Schusterweg. Das sind Anstiege aus dem 19. Jahrhundert, doch ich darf auch erleben, wie sehr das Elbsandsteinklettern auch heute innovativ ist. Natürlich heißen hier Erstbegehungen auch Erstbegehungen und nicht etwa Einrichten oder so ähnlich. Und natürlich müssen sie von unten gemacht werden. Seit den 60er Jahren aber ist es erlaubt, aus dem Sitzen zu bohren. Und mittlerweile darf man dazu einen Skyhook zu Hilfe nehmen.
gerade ist. Schön nach links. Doch seine innovative Seite entfaltet das Elbsandsteinklettern natürlich auch immer dann, wenn der Nachwuchs gefördert wird. Heute hat Uwe an der Wand bei Tissa in Tschechien seine Familie mitgebracht. Und ich klettere direkt oben drüber und überlege die ganze Zeit, warum das Gelände ausgerechnet bei mir so schwierig sein muss. Tags darauf läuft es aber leichter mit der Rauschentorwächter Ostkante. Eine gut absicherbare, immer wieder interessante 8a. Und in Abwesenheit der Kleinen darf sich Uwe nach getaner Arbeit natürlich seinem Beruhigungsritual widmen. Angenehm ist es, nach einem anstrengenden Klettertag endlich da gehen zu dürfen, wo sonst alle gehen. Zugegebenermaßen sogar fast angenehmer, als dort zu gehen, wo nicht alle gehen, doch von denen, die dort gehen, wo alle gehen, seltsam angeguckt zu werden, weil man nicht dort geht, wo alle gehen. Die Landschaft, die Gipfel, die Klettertradition, die gerade durch ihre Strenge so oft zu Höchstleistungen animiert hat. Das Elbsandsteingebirge ist ein einmaliger, unvergleichlicher Ort. Tief dankbar bin ich allen Beteiligten. Und natürlich will ich wiederkommen.